Ja, aber moin, HSV-Freunde oder auch im ganzen Fußballfreunde. Morgen trifft ja der HSV um 8:30 ein Topspiel auf dem Götze gegen den 1. FC Kaiserslautern. Also ich würde euch eins sagen, ich bin ein alter Knacker, mehr Tradition gibt's nicht. Ich habe sie ja noch gesehen als Kind, Fritz Walter, Ottmar Walter von Kaiserslautern und der Himmel oder Rehagel und hin und her. Mehr Tradition wie Kaiserslautern gibt es nicht und der HSV bringt auch das Gleiche mit. So, das dazu, der Betzeberg ist natürlich von den Zuschauern her ein Hexenkessel. Ich hoffe nur, dass der Schiedsrichter einigermaßen die Linie behält, nicht, dass er wieder alles durcheinander geht mit den Keller und mit den gelben Karten. Da habe ich die meiste Befürchtung vor. So, da will ich als erstes machen, bevor ich weiterrede. Moritz Heyer, Mo, für dich alles Gute, kurier dich aus und nächstes Mal bist du wieder dabei. Alles Gute für dich. Alles gut. So, dann wollen wir anfangen. Wir fahren da hin. Wir haben natürlich einen Kranken, den Moritz, aber sonst ist die volle Kapelle dabei. Dombe spielt wieder. Nur wir haben ein kleines Problem, deswegen ist das auch, wäre der Schiri für uns und für alle Beteiligten wichtig. Wir haben drei Leute mit vier gelben Karten und das ist auf dem Betzenberg immer sehr gefährlich. Da lassen sich die Schiedsrichter leicht beeinflussen von der Kulisse. Aber ich habe eben mit Ferro gesprochen und auch mit den anderen Leuten. Also Angst gibt das nicht, sagt er. Ich habe mit Ferro geredet. Er sagt, weißt du, wo Stimmung ist? Ich sage, hier in der Nordkurve. Und wenn wir da gefeiert werden, das hat er zu mir gesagt, Ferro, ob er das glaubt oder nicht. Dann habe ich Gänsehaut. Betzenberg ist gut und hin und her, da ist auch richtig Alarm, aber das sind doch die schönsten Spiele für den Fußballer. Und ich habe ihnen allen recht gegeben. So, jetzt wollen wir sehen. Also wir müssen sehen, dass wir den Beutel ein bisschen in den Griff kriegen, jetzt mal vom HSV her. Und ob wir Tim sich schon mal einfallen lassen. Nicht mitpieken. Keine langen Dinger. Spielt das Ding hinten raus. Und natürlich auch nicht mit Kloppen oder irgendwas. Passt auf euch auf. Lasst den Ball laufen und Gegner. Und versucht es, wenn das irgendwie geht, ein 1-0 zu machen. Dann haben wir schon mal die halbe Miete. Dann habe ich auch wieder... Wir dürfen nicht ein Tor fangen, wieder so ein Gurkending wie in Heidenheim. Diese erste Halbzeit oder wie in Karlsruhe. Da will ich gar nicht wieder von reden. Das darf nicht passieren. Die Jungs, die ich eben getroffen habe, waren alle wunderbar fröhlich. Und dann haben sie auch gar keinen Grund, nicht fröhlich zu sein. Königsdörfer, Freunde, er hat die Truppe, das will ich euch sagen, ich will auch nicht immer wieder dieses Lob pudeln, er hat sie auf der Erde gehalten, alles wieder. Ob das Millionär ist oder kein Millionär ist, oder was weiß ich, ein großer Name, sie sind alle gleich, die werden bei Tim Walter alle gleich behandelt. So sieht das aus. So, also mein Tipp ist egal, der Bessere möge gewinnen und ich hoffe, dass der Bessere mein oder unser HSV ist. Also Tipp hin und her ist mir auch egal. Wir gucken heute Abend mal, was Heidenheim veranstaltet und morgen Pauli. Oder nicht, Pauli spielt Sonntag. Also ist auch ganz egal, wie sie spielen. Wir müssen, wenn wir gewinnen, ist schön, aber ich sage euch jetzt eins, ich bin auch mit dem Punkt zufrieden. So sieht's aus. Alles klar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und morgen ein schönes Spiel auf dem Bettsee um 8:30 bei Flutlicht. Also Peter, geht jetzt schon das Herz aus und wenn ich so ein großer Fußballspieler gewesen wäre, da hätte ich mich über gefreut. Da hätte ich keine Angst gehabt. Wer Angst hat, soll hier bleiben. Der soll hier Parotten laufen im Volkswerk. Angst darfst du da nicht haben oder werden sie nicht haben. So nur der HSV, ich habe jetzt auch lange genug geredet. Ich hoffe, dass das ein schönes Spiel wird und dann hoffe ich natürlich auf 3 Punkte. Aber ich sage das nochmal, ich bin auch mit 1 zufrieden. Alles klar, nur der HSV, hau rein ins Tango. Und morgen wird auch noch nicht der Aufstieg oder der Abstieg entschieden. Morgen geht das richtig zur Sache. Tschüssi, nur HSV, hau rein ins Tango, tschüss.